Ein herzliches Hallo, mein Name ist Alexandra Sigmund Wild von der Mensch-Hund-Team-Beratung von Tier zu Dir. Im Moment sehen wir hier meinen 8-jährigen Rüden Balu bei seiner Lieblingsbeschäftigung Mäuselöcher ausbuddeln. Und ja, ab und zu darf er das tatsächlich und ab und zu ist es einfach untersagt. Der Grund für dieses Video ist eines der Coachings der letzten vergangenen Tage, die mir jetzt gerade bei meinem Spaziergang wieder in den Sinn kam. Die Hundehalterin kam zu mir, weil ihre beiden Hunde bei Artgenossenbegegnungen, bei Joggern, Radfahrern und dergleichen schier ausflippten und mitunter sehr aggressiv reagierten. Jeglicher Versuch, dieses Problem wegzukonditionieren, scheiterte. Es zeigte sich vielmehr, dass eine ganz andere Ursache hinter dem ganzen Thema steckte. Die Hundehalterin versuchte letztendlich, die Probleme zu umschiffen, die Konflikte zu vermeiden. Sie versuchte, durch Leckerchenwerfen die Hunde so abzulenken, dass sie Jogger, Radfahrer, andere Hunde einfach gar nicht wahrnehmen. Ja, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, weil die Konditionierung keine Probleme löst. Und zum anderen konnte es in diesem Fall nicht funktionieren, weil die Hunde genau auf dieses Thema in dem Leben der Besitzerin selber hinwiesen. Die Hunde zeigten damit auf, dass die Besitzerin in ihrem eigenen Leben Konflikte auch versucht zu umschiffen, zu vermeiden. Warum das so ist? Weil sie von Kindesbeinen gelernt hat, nicht auffallen. Es ist ihr fürchterlich unangenehm, dass ihre beiden Hunde so derart ausflippen. Es ist ihr fürchterlich peinlich. Sie wird plötzlich gesehen, sie wird wahrgenommen. Sie kann sich nicht mehr unsichtbar machen. Sie tritt plötzlich in Erscheinung. Und genau das war das eigentliche Thema dieser Hundehalterin. Und allein deswegen kann aus meiner Erfahrung die Konditionierung alleine, wenn überhaupt, gar nicht helfen. Für die Hundehalterin gilt es jetzt zunächst erst einmal zu erkennen, warum mache ich mich unsichtbar? Warum ist es mir ein so großes Anliegen, nur nicht aufzufallen? Nicht wahrgenommen zu werden, mich zu verstecken. Warum versuche ich, Konflikten ständig aus dem Weg zu gehen? Scheue mich davor, Konflikten meine Stirn zu bieten, Paroli zu bieten, auch vielleicht einmal laut zu werden, meine Meinung zu äußern. Es kann sein, dass vielleicht eine Ursache daran liegt, dass wir eben so erzogen wurden. Es kann auch sein, dass wir als Kind irgendwann einmal solche Glaubenssätze vermittelt bekommen haben. Pass dich an, fall nicht auf, mach dich nicht so wichtig und so weiter und so fort. All das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze, die wir uns überstülpen haben lassen, von denen wir dann tatsächlich noch ausgehen, dass es unsere eigenen sind. Der zweite Hund dieser Hundehalterin, eine etwa 8-jährige Hündin, zeigte der Besitzerin ein ganz anderes Thema auf. Die Hundehalterin bezeichnete sie als sehr stur. Die Hündin sei stur, unbeugsam. So wurde sie mir geschildert. Mir gefällt so ein Begriff nicht, stur. Was ist Sturheit? Ist Sturheit nicht eigentlich Willensstärke? Heißt es eigentlich nicht, ich habe einen starken Willen? Die Hündin zeigte dieser Besitzerin ihr zweites Thema ganz deutlich auf. Diesen fehlenden starken Willen. In ihrem Leben, so bestätigte sie mir, macht sie sich nicht nur gerne unsichtbar, hasst es sozusagen geradezu aufzufallen,
sondern lässt auch viel zu häufig ihre eigenen Grenzen überrennen, weil es ihren starken Willen fehlt, dem starken Willen, eigene Grenzen zu wahren. Damit sind für mich Hunde ganz oft Spiegel der Menschen. Sie zeigen den Menschen, wo genau ihre kleinen oder größeren Schwachstellen sind, an denen sie selber arbeiten dürfen, die sie selber erkennen und lösen dürfen. Wenn also dein Hund beispielsweise irgendeine Unart hat, die dir so sehr auf den Keks geht, die dich so sehr triggert, dann überleg doch mal, wo in deinem Leben würdest du diese Unart gerne ausleben? Würdest du sie auch gerne einmal zeigen? Oder vielleicht hast du selber diese Unart und ist sie dir gar nicht bewusst? Mein Rüde hat zu seinen besten Jahren gejagt. Es war ein wirklich fürchterliches Thema, das zu lösen. Es half kein Training, es half kein gutes Zureden, es half gar nichts. Im Nachhinein kenne ich die Ursachen, warum Balu gejagt hat. Es lag ganz viel daran, dass ich ihn konditioniert habe. Aber es lag auch zu einem Stück daran, dass ich damals selbst auf der Jagd war, ganz unbewusst. Auch ich bin etwas hinterhergejagt. Erst wenn wir uns selber erkennen und wenn wir uns selber wieder wahrnehmen, unsere eigenen Themen erkennen, können wir erwarten, dass wir solche Themen auch lösen können.